In der Sekundarschule Ragun gibt es einen großen Park, in dem die Schüler sitzen, laufen und einfach auch nur chillen können. Einmal im Jahr gibt es auch eine große Veranstaltung, das Parkfest. Das Parkfest ist ein ganz besonderes Fest, wo alle kommen dürfen. Bei den Spielen kann man Chips gewinnen, wenn man gewonnen hat. Umso mehr Chips, desto besser sind die Preise. Beim Parkfest gibt es auch gratis Essen, wie Würstchen, Waffeln und Kaffee. Für das Eis benötigt man Eismarken. 2 Kugeln erhält man für eine Eismarke. Es gibt auch Attraktionen und Sensationen, wie zum Beispiel Reiten und Minigolf. Und es gibt auch eine lustig bunte Hüpfburg. Hallo, ich hatte ein paar Fragen über die Schule. Guten Tag, ich kann Ihnen gerne die Schule zeigen. Als erstes gehen wir in Raum 10. Da findet das Kindergartenprojekt statt. Boah, ist das interessant. Können Sie mir mehr darüber erzählen? Das Kindergartenprojekt findet in der 6. Klasse statt. Dazu kommt eine Gruppe aus dem Kindergarten einmal im Monat zu uns. Wir freuen uns jedes Mal auf das Treffen, kümmern uns liebevoll um die Kleinen und entwickeln uns weiter. Alle Schüler gaben sich immer sehr viel Mühe bei der Vorbereitung und Ausführung von Experimenten. Zur Verabschiedung haben sie sich etwas Tolles überlegt. Wir führten eine Schnipseljagd durch. Es gab Stationen, an denen sie Aufgaben lösen sollten, um weiterzukommen. Am Ziel angekommen, gab es für jedes Kind ein Eis als Belohnung. Sie fanden es ein sehr schönes Projekt und eine tolle Zeit mit uns zusammen. Jetzt wünschen wir Ihnen einen tollen Schulstart und viel Erfolg im Leben. Als nächstes gehen wir auf den Hof, wo die Schüler gerade frühstücken. Mh, sieht das lecker aus. Unser Schuljahr beginnt mit einem chilligen und gemütlichen Frühstück. Jeder bringt etwas Leckeres zu essen mit, zum Beispiel frische Brötchen und Obst. Die 10. Klassen bringen Stühle und Tische auf den Schulhof und jede Klasse deckt ihren Tisch ein. Nun kann es mit dem Frühstück losgehen. Dabei tauschen wir unsere lustigsten und peinlichsten Ferienerlebnisse aus. Am Ende räumt jede Klasse auf. Und das Schuljahr kann mit voller Elan beginnen. Das war das Hofpausenklingeln. Lassen Sie uns in das Schülercafé gehen. Das ist eine gute Idee. Unser Schülercafé bietet am Dienstag und am Donnerstag ein gesundes Frühstück für unsere Schüler an. Oh, das klingt aber spannend. Genaueres kann Ihnen unsere Schülercafé-Leiterin erklären. Hallo, darf ich Ihnen etwas zu essen anbieten? Ich nehme ein Käsebrötchen und ein Espresso. Espresso haben wir nicht, aber dafür einen leckeren Cappuccino. Montag und mittwochs haben wir eine AG und bereiten das Frühstück für Dienstag und Donnerstag vor. Das klingt gut. Und manchmal haben wir auch ein Buffet für das Lehrerzimmer. Natürlich wird die ganze Arbeit auch belohnt. Ich finde das toll, was Sie hier machen. Wir gehen dann mal weiter. Auf Wiedersehen. Oh, was ist das für eine Musik? Hinten auf dem Sportplatz ist das Zirkusprojekt. Wollen wir uns das anschauen? Ja, gerne. Juhu, der Zirkuswagen kommt und alle Kinder rennen zum Wagen. Die Kinder werden in Gruppen eingeteilt und danach fangen sie an zu üben. Bei der Kostümanprobe. Welche Größe brauchst du? Größe L, bitte. Meine Damen und Herren, erleben Sie die unglaublichen Attraktionen und Sensationen von tanzenden Elefanten bis hin zu gelben Quietschentchen. Die Show beginnt mit dem Löwen, der auf dem Podest steht, den tanzenden Elefanten und einem Affen, der auf den Rücken von dem Löwen springt. Beeil dich, du bist dran. Ja, ich komme. Beim Zeltaufbauen helfen alle mit, dadurch geht es sehr schnell. Später folgt die Vorführung vor Kindergarten und Eltern. Das Ganze wird von einem Kameramann gefilmt. Oh, was ist das für ein Bild? Das ist eine Präsentation vom letzten Weihnachtsmarkt. Da bist du ja. Nun zeige ich dir unseren Adventsmarkt. Ja, ich freue mich auch schon, aber erstmal brauche ich was zum Essen.
Ich bin für Würstchen. Ich auch. Ketchup oder Senf? Senf. Och nee, mein Würstchen ist runtergefallen. Du bekommst Neues, okay? Lass uns Schokofrüchte holen. Ja, das hört sich gut an. 2 Schokoäpfel bitte. 2 Euro bitte. Hier bitte das Geld. Dankeschön. Möchtest du einen Kakao? Ich finde, das ist der beste. Ja, gerne. 2 Kakao mit Sahne bitte. Hier bitte. Das macht 1 Euro. Dankeschön. Komm, Kevin, wir schauen uns noch das Theater an. Molly, warte, ich hole mir vorher noch eine Waffel. Nach dem Theater. Kevin, und nun lass uns Geschenke für unsere Eltern kaufen. Ja, natürlich. Bis zum nächsten Mal. Das war ein schöner Tag. Tschüss. Und das andere Bild? Das ist eine Präsentation über den Auf- und Umbau unserer Schule. Vor 80 Jahren war hier noch ein freies Feld. Nicht einmal die Gartenstraße gab es. 1936 brauchte man unbedingt eine neue Schule in Ragun. Und deshalb wurde der Grundstein gelegt. Nach 2 Jahren stand die Schule. Jedoch konnte die Turnhalle nicht gleich genutzt werden, weil dort Getreide eingelagert wurde. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs war das meiste Arbeitsmaterial nicht mehr nutzbar. In den 60er Jahren entstand der Flachbau. Durch das Hochwasser 2002 war die Schule stark betroffen. Wenn man auf das Schulgelände wollte, brauchte man Gummistiefel. Es wurde alles wieder aufgebaut. Der Flachbau wurde erweitert. Und in den neu gebauten Speiseraum schmeckt es jetzt richtig lecker. Können wir nochmal in das Sekretariat gehen? Ich habe meine Tasche vergessen. Ja, gerne. Können wir machen. Also, ich muss schon sagen, Ihre Schule ist einzigartig. Und ich freue mich, meine Kinder hier anzumelden.